Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Amicia und Hugo. So, wir sind in der Nähe vom Kräuterkundler. Wir müssen hier eigentlich eine sternförmige Pflanze finden, die lila ist. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Nee. Nachtschatten. Nein. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Wasser hier? Schlamm? Hier hinter vielleicht? Da, wo man dahinter gehen kann? Ja. Oh, Stein war, oder? Ja, Igo läuft hinter mir her. Er ist auch geil. Gibt eine Mütze, vielleicht hat er sie unter seine Mütze versteckt. Ne, ist eine Leiche. Scheiße. Ist eine Frau? Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Gar nicht, ne? Geht gar nicht. Daten. Aber wo ist unsere Pflanze? Hier runterholen? Da, ich kann runterschießen. Oder auch nicht. Von der Seite vielleicht eher. Nee. Warum nicht? Rennst doch da eben. Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. Keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. No. Kartengeräte. Oh, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Oh, das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Soldaten, mal wieder? Ihr auf Patrouille. Meldet jede verdammte Hörte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaff es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Ich kann ihn von hier aus ja ein bisschen wie ein Sniper beschützen. Noch nicht. Was passiert mit mir? Du bist die Beschützerin. Hängt irgendwie mit dem Bruder zusammen. Also
glaube ich zumindest. Das hängt irgendwie zusammen, die beiden. Ausgeschaltet. Jetzt müssen wir gucken, was wir den anderen natürlich auch noch ausschalten. Irgendwie. Ich habe zwar ein Messer, um einen komplett zu zerstören, aber ein Messer reicht halt nicht. Ne? Mist, ich dachte, ich könnte das Messer wieder rausziehen, ne? Schade. Ihn haben wir auf jeden Fall kalt gemacht, den anderen auch. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten hier noch rumlaufen. Die müssen wir auch noch kalt machen da oben. Von denen. Mist, jetzt muss ich alles nochmal machen, oder? Ah, das wäre ärgerlich. Ich war so schön gekillt, die anderen. Nein, ich gehört dafür. Dumm von mir gerade. Sie sind hier, ich sehe sie. Da, hier sind Eindringlinge. Ach Mann, ich wollte kontern. Klappte mal wieder nicht? Okay. Müssen wir anders erledigen. Sich dreht, schnappen wir ihn. Versuchen wir zumindest. Obwohl, wir können ihn nur zustechen, das machen wir. Alles deine
auf dem Boden rum. Ja, du Affe. Hä? Ein Gebüsch? Ich hab den gesehen, der Typ. Ja, da oben ist er auch noch da, also. Hinten kann ich ihn nicht umbringen, weil da ist der Typ, das ist noch so das andere Soldat da mit dem. Hinten komme ich auch nicht hoch. Das ist ein bisschen nervig. Siehst du was? Noch nicht. Behalt die Büsche im Auge. Vielleicht verstecken sie sich da. Aufpassen, ich wollte einen Helm auf, ne? Ja. Den können wir jetzt nicht so großartig umbringen. Na komm, steh auf! Los! Scheiße! Ja. Ihr seid bestimmt, das ist ein Gegner! Ich schlepp euch mit den Füßen voran aus dem Gras! Versprochen! Ihr wollt euch verstecken! Ich finde euch! Okay. Halt durch, Lukas! Ich bin hier! Ich lasse sie bluten! Noch ein Messer zu finden, Mandy. Leise. Gucken wir mal, ob der vorbeigeht. Bei dir, Junge. Spuck's aus. Ah! Na los, die Bursche wie du kommt doch nicht allein hierher. Ich suche die nicht. Bitte, lass mich gehen! Bist du verletzt? Geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Mutter. Ja. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Scheue in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben was wir brauchen. Hauen wir ab! Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da! Da hast du's! Da! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Ja, siehst du. Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht!
Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Lamicia, dann sehen sie nicht. Ja, ja! Lami, gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Falsch. Du hast nur Angst. Aber du musst doch ihn anjagen. Ja, komm. Alter, wie kann man denn killen hier? Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Den haben wir, glaube ich, keine Chance. Du wirst meine Männer nicht töten. Shit! Wer ist er denn bitte sehr? Ich bin nicht fertig mit euch. Naja, wir haben genug Männer getötet, würde ich sagen. Das fand er nicht so cool. Shit. Eingesperrt sein ist aber auch uncool. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Soll ruhig kommen. Ich hab noch ein paar Dinge in meiner Schleuder. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du hast Männer getötet, die unsere Schlinge. Lukas, die Treppe. Los, mach schnell. Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Das hat gesessen. Ach, die haben noch meine Schleuder. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, ja. Wohin jetzt? Es muss ein Übergang geben. Ein Dach. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel, ist fuck. Das hoch. Bist du das ist verdammt hoch. Aber eine geile Aussicht. So. Komm. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Shh, ganz ruhig. Komm, mir hinterher. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance.
Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Geile Aussicht, echt. Sieht echt gut aus. Bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Das ist ein Punkt. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Na los. Geh weiter, bevor uns sieht, du Affe. Wie geht's denn so langsam? Du rufst ihn auch nicht. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ich hoffe, sie konnten die vierte. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ist hier raus? Hier. Was ist da? Beschlagnahmtes Zeug? Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Stimmt. Das ist zu riskant. Hugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja. Wo müssen wir längs? Ja, okay. Auch meine Schleuder. Noch eine Wache. Oh, er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja. Lukas, Stupefaccio wäre gut. Ich hab's auch nicht gebraucht. Sie ist auf los. Beeil dich. Er löst dich bald auf. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Was soll das? Gehen wir zurück zum Haus. Vielleicht Panik. Aufstand! Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass sie nicht können. Und dann rebellieren. Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Ich weiß auch nicht, wo wir hingehen. Aber es sieht gut aus. Bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Ist das Depot sauber? Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Gehen wir. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Hier längs? Ich wüsste uns keinen Weg. Komm, sofort, dass wir wieder nach oben gehen. Aber, ja. Das ist immer gut mit den Dingern, wo man zuschotten kann. Dann kommen die erstmal von da auf jeden Fall nicht mehr daher. Das ist wie so ein kleiner Checkpoint, glaube ich. Hey, da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Hier gehen wir nicht längs. Ja, meine Schleuder. Meine Lieblingsschleuder. Waffen. Schwerter. Messer. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Alter, nimm doch ein scheiß Schwert oder Beten Messer wir, mit, dass niemand kommt. Dummkuh. Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Das wäre natürlich ein Heiler, wenn sie jetzt einfach mal ein Schwert nehmen würde und dann kämpfen wir mit Schwertern weiter. Aber dann ist das Spiel natürlich auch ruiniert, weil das ist ja nicht ihre Aufgabe. Aber warte. Hier rein. Was ist das? Nein. Vielleicht hier? Nein. Oh, ich habe irgendwann was gefunden. Das behalten wir mal. Irgendwas stärker zu machen.
Na los, komm schon. Oh, so ein Saustall. Bitte, bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Vielleicht hier. Oh, bitte. Hier vielleicht. Wo haben Sie sie hingetan? Oh, vielleicht können Sie die auch gar nicht rausgeräumt haben. Oh, hier ist jede Menge praktisches Zeug. Der Geruch. Das. Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Auf eine Alchemistennase ist Verlass. Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Was sind meine Sachen? Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Oh, Mist. Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Mach ich mal raus? Ja, das ist gut. Gibt man denn wieder ein neues Messer hier auf? Hexfleisch, okay. Wo wir irgendwas bauen können? Gut, dann an die Arbeit. Das können wir nicht machen, aber wir können, glaube ich, so unten bauen. Durch das neue Taschen kann mich natürlich hier. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel, möglichst am Mieter einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ich glaube, wir machen die Alchemie erstmal. Das sollte die Sache erleichtern. Ja. Perfekt. So, jetzt sind wir hier raus. Wo ist der Ausgang? Ich wüsste. Also, was geht jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Was war? Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln! Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Da! Da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Dann kommen wir da hoch, okay. Zack. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Nein. Hä, was macht er denn da? Alter, das ist wirklich wer? Das ist wirklich wert zu schieben, das Ding. Also, man kann diesen rechten Stick nur ganz kurz andeuten und dann geht das in die Richtung. Aber wenn man länger drückt, dann dreht sich die Kamera gleich. Das ist ja auch nervig. Gut. Ich habe noch irgendwas gesehen da. Auf jeden Fall noch was holen, glaube ich. Dann ran an die Kurbel. Sollen wir das erst holen? Ja, ne? So, wir gehen mal hin. Wer weiß, was da ist. Vielleicht ist es ja wichtig oder man kann es gut gebrauchen. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja,
ist alles Geschichte. Na, guck mal, was geachtet ist, so ein Ding, was wir gefunden haben, hier so ein Nebenquest, wollte ich gerade sagen. So ein Nebenerfolg. Was soll's. Holen wir mal eine Runde. Also los. Boah, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Was? Das ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette... Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Mein Gegengewicht. Schnell. Okay, ich bin gespannt. Ein bisschen auf MacGyver machen wir, oder? War mal schön. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Ich bin gespannt, ob das klappt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Sehr gut. Schlecht. Schon A-Team und MacGyver-mäßig. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. So, und damit nähern wir uns Kapitel 4, Pflicht der Beschützerin. Das gucken wir uns natürlich noch kurz an. Aber dann soll es das gewesen sein. Mal sehen, was passiert. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein, nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas dein wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte, aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren?
Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Na klar, wir sind auch der Beschützer. Beschützerin, Entschuldigung. Passt auf, ihr beide. Gut. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Gut. Soweit so gut. Wir werden das nächste Mal runtergehen, um Joseph zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin. Und bis dahin auch tschüss.